Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von QSO for You hilft. Heute mal wieder mit einem Security-Thema. Wer hätte das gedacht? Ihr schreibt uns ständig irgendwelche Themen im Bereich Security. Mittlerweile auch schon in meinem Umfeld Leute, die mich ansprechen. Mach doch mal was zu diesem Thema. Und das ist meistens auch Security. Wer hätte das gedacht? Ja, und heute geht es um die G-Data Internet Security, beziehungsweise eigentlich alle G-Data Produkte und speziell jetzt im Privatkundenbereich, das konnte ich auch nachstellen. Im Businessbereich konnte ich den Fehler allerdings nicht nachstellen. Woran das jetzt lag, kann ich jetzt so nicht sagen. Im Prinzip geht es einfach nur darum, dass mehrere Leute mich schon darauf angesprochen haben. Und ich das selbst auch schon gemerkt habe, dass zum Beispiel dieser Keyboard Guard, der bei den neuesten Produkten von G-Data mit integriert ist, die Tastatureingaben über Remote-Desktop-Verbindungen blockiert. Also wenn ihr über Remote-Desktop, also Microsoft Remote-Desktop, RDP, auf euren Rechner zugreift, mit Windows 10 zum Beispiel, dann kann es passieren, dass nach mehreren Anmeldungen auf einmal die Tastatur nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich sehr schlecht. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, ich habe irgendwo meinen Rechner stehen oder einen, sag ich mal, umfunktionierten Server-PC in Anführungsstrichen, der halt fast rund um die Uhr läuft und ich möchte mich von außerhalb über Remote Desktop drauf schalten. Dann funktioniert es zwei, dreimal und dann irgendwann funktioniert es nicht mehr. Der Rechner ist zwar noch online, man erreicht ihn auch netzwerktechnisch, allerdings passiert es halt dann, dass man sich draufschaltet und man kann nichts mehr eingeben. Und das ist natürlich auch blöd, weil ich kann Windows-Rechnern Rechner so einfach, sag ich mal, nicht neu starten. Nach einem Neustart funktioniert es wieder drei, vier Mal und dann beginnt der ganze Scheiß auf gut Deutsch von vorne. Ich nehme an, das Ganze wird auch demnächst gepatcht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass G-Data das so lang drin lässt, aber man muss sich ja zu helfen wissen. Das Perfide an dieser ganzen Geschichte ist eben auch, dass obwohl der Keyboard Guard deaktiviert ist, der Fehler immer noch auftritt. Warum das der Fall ist, kann ich euch leider Gottes auch nicht sagen. Ich hätte es gerne in Erfahrung gebracht. Ich habe vom Support darauf aber keine Antwort bekommen. Was ich aber bekommen habe vom Support ist ein Workaround. Der Workaround, der ist komischerweise auch noch nicht in der Knowledge Base von G-Data. Ich weiß nicht, wo es da jetzt dran hängt. Also ich kann da leider Gottes als Kunde nicht für G-Data sprechen, aber vielleicht ist er jetzt, auch wenn das Video draußen ist, schon in der Knowledge Base. Deswegen möchte ich da jetzt nichts Großartiges zu sagen. Aber der Support hat auf jeden Fall wunderbar weitergeholfen und das Ganze auch recht fix. Aber ich möchte ja, dass, wenn ihr jetzt den Fehler googelt, dann auch auf die Lösung kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir deaktivieren hier auch mal den Keyboard Guard. Also ich zeige euch, wie das geht. Ihr macht eure Internet Security, Total Protection oder Antivirus auf. Geht auf das Zahnrädchen und geht dann oben auf Allgemein USB Keyboard Guard und schaltet einfach mal diesen Keyboard Guard erstmal aus. So, normalerweise sollte das eigentlich schon dafür sorgen, dass ein RDP Keyboard, weil Remote Desktop von Microsoft reicht ja ein Keyboard durch, dass das Ganze eigentlich dann nicht mehr blockiert wird oder so eine Abfrage kommt. Ja, eigentlich, wie gesagt. Bei mir hat das Ganze nicht funktioniert. Das Blöde ist, ich habe so eine Art Management-Rechner. Da bin ich darauf angewiesen, dass ich über RDP draufkomme. Und das ist natürlich äußerst beschissen, wenn du dann zu Hause sitzt oder sonst wo sitzt und kommst nicht drauf. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, wir wollen jetzt den Key setzen, den mir G-Data oder der Support von G-Data gegeben hat. Das machen wir am besten über Regedit. Also ihr könnt das Ganze hierüber suchen, ihr könnt aber auch Windows-Taste R und dann Regedit eingeben. Das ist die Registry von Windows, wer das Ganze noch nicht kennt. Dann gibt es hier unter High-Key Local Machine gibt es den Punkt System. Dann gibt es dort das Current Control Set. Für alle Leute, die sich denken, oh Gott, das Willen, das muss ich mir aufschreiben. Ich habe das Ganze nochmal in den Artikel gepackt. Also wer auf YouTube guckt, einfach mal in die Videobeschreibung klicken. Das mache ich immer bei solchen Sachen und dann könnt ihr das dann daraus picken. Control und dann gibt es hier
GD Keyboard Guard. Und dann sind wir hier schon im richtigen Ordner drin, machen Rechtsklick und sagen jetzt hier ein D-Word Wert mit 32 Bit erstellen. Und wir nennen diesen Registry Key GDKB Disabled. So. Und öffnen das Ganze und setzen den Wert hier einfach auf 1. So. Fertig. Das soll jetzt der ganze Streich gewesen sein. Jetzt müsste die Maschine noch einmal durchbooten. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht zeigen. Und dann sollte auch Remote Desktop wieder funktionieren in Verbindung mit den G-Data-Produkten. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, es gibt bald eine Lösung dafür. Das ist jetzt ein Workaround, wenn ihr merkt, hoppla, ich kann nach mehrmaligen Anmelden, also 3-4 Mal, das war so mein Intervall, kann ich nichts mehr eingeben über die Tastatur, dann ist das auf jeden Fall der richtige Workaround. Bei mir hat es dann wunderbar funktioniert. Ja, wie gesagt, ansonsten hoffe ich, dass es bald fixen werden, und wenn das dann gefixt ist, dann kann man das Ganze ja wieder aktivieren. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mal wieder ein PC-Problemchen habt oder irgendwelche Anmerkungen, schreibt so bitte in die Kommentare oder bestenfalls natürlich in unser Forum, das wir erst neu für euch gestaltet haben, www.qsofu.com/forum. Ja, zum Schluss noch ein ganz kleiner Hinweis, der ist jetzt allgemein zu sehen, also hat nichts mit QSOFU Hilft zu tun. Wir sind nächste Woche auf der ITSA in Nürnberg. Das ist eine IT-Sicherheitsmesse. Die ist eigentlich hauptsächlich natürlich für Fachpersonal, also für ITler gedacht. Wenn ihr uns dort sehen solltet, könnt ihr uns gerne natürlich ansprechen und wir können gerne noch ein bisschen uns unterhalten. Ansonsten schauen wir, was wir von dieser Messe mitnehmen können. Ich will hier noch nicht allzu viel versprechen, falls dann doch kein Video kommt, denn wir lassen uns da erstmals auf diese Messe ein. Wir wissen noch nicht, was uns dort erwartet. Ich war selbst noch nie dort, und wir schauen einfach mal, was uns dort vor die Linse springt. G-Data ist zum Beispiel auch dort, aber mehrere andere große Security-Hersteller natürlich auch. Deswegen, wir lassen uns mal überraschen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Steffen Kolb von QSOFU Tech.